Wir spielen Super Toastcard. Neu.9.K. Hut zu einem Partner zu das Card. 0.9.K. Das kommt jetzt auch mal wieder. Und ja, was ist lustig ist, mir hat der gute Makoto-kun geschrieben, also ein Zuschauer von mir hat geschrieben, wir spielen Super Tuxcard. Hier ist Tuika da geschrieben. Okay. Super Tuxcard. XC, sorry, musste wegen deiner Statusmeldung sein. Alles klar, er hat gesehen auf Steam. Hey, der spielt Super Tuxcard. Dem schreibe ich das mal und schön, dass du das Intro so gut kennst. Freut mich. Aber wir fangen jetzt einfach an mit dem Video. Mit dem Card. Wir schauen aktualisiert an. Inky gibt's. Inky hat 3 Sterne. Wow. Unofficial Inkscape Zebra. Als allererstes wollen wir natürlich schauen, was zur Hölle ist Inkscape. Inkscape, für alle, die es nicht wissen, ist das hier. Inkscape Draw Freely. Dieses Logo sollte eigentlich fast jedem ein Begriff sein. Ist eine Malsoftware, soweit ich weiß. Von zweidimensionalen Vektorgrafiken. Okay, wir können mal kurz Bilder schauen, wie es ungefähr aussieht. So sieht es aus. Und, boah, dieser Samen süß. Und da ist es eben das Maskottchen hier angeblich. Also das unoffizielle Maskottchen eben. Und das wollen wir jetzt einfach abchecken in Super Tuxcard. So. Wir schauen uns den an. Und wo ist er? Sehen wir ihn schon? Wir sehen ihn noch nicht. Wir gehen mal nach links. Hier ist er. Inky. Okay. Das sind eckige Räder. Alles klar. Fällt mir jetzt schon auf. So. Wir fahren eine zufällige Strecke. 3 Runden lang. So, 3 Runden. Die ist eh recht lange. Egal, machen wir 3 Runden. So, dann schauen wir mal. Oh Gott, wie sieht denn die Map aus? Ah ja, bevor ich noch starte, möchte ich nur kurz die Einstellung checken, weil ich es im letzten Part verkackt habe. Das mache ich mal kurz, weil ich glaube, die Map sieht dann auch besser aus. Ich möchte hier einfach auf alles auf hoch machen. Das habe ich irgendwie rausgenommen. Ich weiß gar nicht, warum ich das rausgenommen habe. So, Inky war, das hier war, dann der Old Star Trek war. Finde ich den gerade zufällig? Ich denke ja schon. Old Star Trek ist hier. Und dann machen wir das so. Ich hoffe, es sieht jetzt mittelmäßig aus. Nein, ist ja egal. Habe ich das jetzt gespeichert? Ja, habe ich. Eine Auflösung anwenden, auf jeden Fall. Okay. Die Map sieht einfach komisch aus. Tut mir leid. Aber es geht ja auch nicht um die Map, sondern um das Card. Okay, die Map sieht echt verdammt seltsam aus. Ach nee, wir sind eben in... Ah, das ist ein Bug von der Map. Wir sind in der Map drinnen. Deswegen sah es so komisch aus. Okay, es ist ein Map-Bug. Egal. Okay, wir fahren jetzt einfach mal mit diesem Zebra Inky, heißt er. Und schauen mal, dass wir klarkommen, okay. Finde ich ein bisschen schwierig, aber er sieht auch ziemlich wack aus. Was hat denn der? Warte mal. Der hat einen Arm so rumliegen. Das Lenker ist ein Dreieck, ist interessant. Aber warte mal, Vektor-Grafiken sind ja... Mit diese Vektoren sind doch diese Pfeile, oder? Und deswegen ist alles eckig. Also die Idee ist an sich nicht blöd. Dass die Reifen, ob die Reifen jetzt eckig sein müssen, weiß ich es auch nicht. Aber, oh. Ja. Es ist halt so, Ich verstehe die Idee dahinter. Also, dass alles eckig ist wegen den Pfeilen, weil man kann ja aus, theoretisch könnte man aus unendlich vielen Pfeilen einen Kreis machen. Unendlich vielen Vektoren, aber ich glaube, dass es eher unsinnig ist. Deswegen ist es eben immer eckig, wenn es sich um Vektoren handelt. Okay. Aber schön finde ich dieses Card jetzt irgendwie halt auch nicht. Ich werde die gegen Bots dann auf einer anderen Map fahren, weil die Map ist halt schon ein bisschen Augenkrebs, finde ich. Ich möchte euch das nicht antun, ehrlich gesagt. Naja, ich bin noch ein bisschen unschlüssig. Wir probieren mal in der Kurve was mitzunehmen. Also da jetzt nicht, aber hier vielleicht. Ob wir das bekommen hier. Also es fährt sich jetzt nicht unbedingt super gut, aber auch nicht super schlecht. Es ist halt so mittelmäßig. Also denke mal im 2-Sterne-Bereich auf jeden Fall. Was können wir denn noch über das Kart sagen? Das sieht schon ein bisschen kacke aus, wie die sich die Räder so... Die bewegen sich ja wirklich so im Gefühl 2 FPS. Es sieht halt so aus, weil es halt eckige Räder sind. Und das ist halt nicht das Schönste der Welt. Aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, es ist ja eklig, mit dem möchte ich nicht fahren. Es ist Gewöhnungssache, denke ich mal. Weil, wenn man das kennt, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr so schlimm, mit dem zu fahren. Ich finde den Schutz gerade ultra geil. Können wir nicht immer mit Schutz fahren? Auf dieser Map, das sieht ultra geil aus. So, ja. Ich glaube, dass ich dem Kart...
Nein, wir schauen FNAFing Bots und dann entscheide ich mich, glaube ich. Ich bin in der 2-Sterne, im 2-Sterne-Bereich noch nicht ganz sicher, ob ich ihm 1,5 oder 2 Sterne geben möchte. Ich würde sagen, das hängt ein bisschen davon ab, wie ich mit dem gleich noch zurechtkomme. Aber die, schaut euch die Geräte an, die backen halt schon hart rum. Also sieht halt schon ziemlich wack aus, die Räder. Aber an sich das C++ und so weiter ist es nicht so großartig hochauflösend gemacht, aber muss ja nicht sein. Ist ja alles so ein bisschen Vektoren-like, also die Idee ist supi. Okay, die Map, ja, fahren wir die Map, I don't know. Man kann die rückwärts fahren, wusste ich nicht. Wir fahren nicht mal rückwärts gegen 4. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, die Map ist unglaublich scheiße. Egal, wir fahren die einfach mal. Ich glaube, die klappt gar nicht rückwärts, oder? Ach, I don't know. Ach, irgendwie diese komische Musik, Druckverlust. Ich hoffe, die ist nicht irgendwie geschützt oder so. Das wäre natürlich schade! Ich hätte nicht diese Map fahren sollen. Vor allem hier kann man halt überhaupt nicht... Diese Map ist halt einfach unglaublich scheiße. Ach, man kann die Map gar nicht andersrum fahren. Ach komm. Das ist ein Fall von Unfähigkeit des Map-Entwicklers. Ja, keine Chance, oder? Oder wenn ich von der Seite reinspringe. Das könnte ich mal ausprobieren. Nee, das geht auch nur rückwärts. Ich komme da nicht raus, oder? Nee. Nee, die Map kann man vergessen. Eine andere Map, bitte. Die ist schwer. Da machen wir nur 2 Runden, weil die Map sehr lange ist. Machen wir 2 Runden mit dem und dann haben wir es auch. Und ja, die Achse vorne ist natürlich auch ziemlich hässlich, muss man sagen. Schön, dass sie alle durch die Items fahren. Was tut sie da? Naja, es sieht schon scheiße aus hier. Sie sehen echt scheiße aus. Auch wenn die Idee super ist mit den Vektoren, ich finde halt einfach... Oh, sorry. Ich finde halt einfach diese... Das Artwork gefällt mir nicht so. Das Zebra finde ich nice. Was mir ein bisschen stört, ist dieser Arm, der da immer an der Seite liegt. Ich meine, er kann zwar schon die ganze Zeit cruisen, aber es sieht halt schon ein bisschen dämlich aus. Also immer nur mit einer Hand lenkt. Also wenn der mal ein Auto mit Schaltgetriebe steigt, dann kommt er ziemlich ins Struggeln, denke ich mal. Mal hier schauen, ob wir hier gut klarkommen. Upsala. What? Okay, also, obwohl das auch geil ist. Wie er sich gerade so geärgert hat, wenn man fliegt, dass er so eine Animation hat. Oh, die Map, Junge. Ich dachte, ich wusste nicht, dass man überall so langsam wird. So. So, dann gehen wir mal hier raus aus dem Tunnel und hauen dem mal einen Basketball drauf. Oh je. Ich möchte mal schauen, so gut wie möglich zu fahren. Kommt die Bullenkugel jetzt her? War die von dem Typen vorhin? I don't know. Naja, schauen wir, dass wir die 2 Runden nochmal gut hinbekommen. Und dann entscheidet sich's, wie ich mit dem Kart klarkomme. Treffe ich den? Tatsächlich. Upsala, ich habe die Ausfahrt verpasst. So. Jetzt hier lang. Und dann haben wir die erste Runde. Die Runde geht schon 1,5 Minuten, deswegen war es gut, dass wir nur 2 fahren, nicht 3. Oh shit. Gut, ihr könnt auch mal hier oben abstimmen, wie viel Sterne ihr dem Kart geben würdet. Ich bin mir da ziemlich noch unsicher, aber das werde ich auch gleich sagen. Oh, die Map ist schon hart schwer. Ist nicht die einfachste Map, um Cards zu testen, wie ich sage. Naja. Gut, also... Wir fahren ja trotzdem irgendwie davon. Den anderen, wenn ihr auf die Karte schaut. Wo ist Supra? Ich sehe Supra, doch da ist Supra. Jetzt sehe ich ihn. Nicht Supra, wie heißt denn der? Red TX heißt der, genau. Supra ist ja der gelbe. Naja, doch. Ich finde dieses, man kann die Länge schwer einschätzen auch ein bisschen. Also ich würde ehrlich gesagt 1,5 Sterne geben. Weil ich komme auch nicht so gut mit dem klar und so weiter. Es ist so ein bisschen schwer für mich, mit dem zu fahren. Die Map ist natürlich auch nicht einfach, das ist klar, aber diese Kurve jetzt auch zu nehmen, habe ich auch schon mal besser geschafft, würde ich mal sagen. Ja, ich komme nicht so gut klar damit. Also 1,5 Sterne und diese Bewertung geben wir auch mal. Wir gehen jetzt hier raus
und sagen, hey, Add-on-Seite, Add-ons, Cards, Date. Und Inki haben wir hier. 2 Sterne gab es in der Version 07 auch. Und wir geben 2 Sterne. Wir sind ein bisschen downgerankt, tut mir leid. Aber er ist noch in der Beta und der wird vielleicht wird noch besser. Ist ja die Version 1. Und wenn er besser wird, dann ja, durchaus bin ich auch bereit, 2 oder dann auch 3 Sterne. Also, ich habe jetzt alles K5 gegeben, das sind 2. Aber ich kann auch 2 oder mehr als 2 geben. Also, mal schauen. Das Logo ist auf jeden Fall ganz cool. Das Card ist in Ordnung, aber jetzt nichts Besonderes. Das ist ja dein Anteil. Ciao. Ah, ja, tschüss.